Also wir hatten im Rahmen des Pilotprojektes A46 Hammacher Straße eine Komplettfertigteilbrücke zu errichten und mussten für den Stahlüberbau, den Stahlverbundüberbau, einen besonders kraftschlüssigen Verbund zwischen Stahl und Stahlbetonfertigteilen herstellen. Und dieses Problem war zu lösen und hierbei kamen uns die Produkte der Firma Diamant sozusagen sehr technisch entgegen. Ja, mein Name ist Thorsten Balder, ich bin der technische Leiter bei der Firma Heidkamp Brückenbau in Herne. Wir haben uns auf den Brückenbau spezialisiert, bauen neue Brücken, setzen alte Brücken in Stand und sorgen so für einen besseren Verkehrsfluss auf allen Autobahnen und Bundesstraßen. Bei diesem Pilotprojekt kam es wirklich auf jeden Millimeter an. Ja, wir hatten also bei Heidkamp hier besondere Sorgfalt auf die Details und Genauigkeit zu legen. Und dieser Kraftverschluss musste millimetergenau und hohlraumfrei erfolgen. Und das wurde mit dem Flüssigmetall dann gelöst. Ja, wir konnten auf jeden Fall im Rahmen des Betonbaus die Unebenheiten, die man zwangsläufig bekommt, weil die Toleranzen etwas großzügiger ausfallen, technikbedingt, hier jetzt mit Flüssigmetall diesen wirklich hohlraumfreien Auflagerpunkt sehr vorbildlich und ohne große Probleme herstellen.